Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen süßen Kanal, meine kleinen süßen Genossen als auch Genossinnen. Und heute werde ich einen neuen Verstärker bei mir in meinem Plänkettenstummschild platzieren, da ich meinen Plänketten eigentlich so haben will wie mein Hauptsturmschild tatsächlich, werde ich mich um diesen hier kümmern. Das ist nämlich das ist der letzte Verstärker, was aber sehr interessant sein sollte, und das möchte ich auch hier kurz anmerken. Steinwald und Brutal sind gefühlt ein und dasselbe Sturmschild, da Plankerton nach Steinwald natürlich mehr Verstärker hat, aber im Gegensatz zu Brutal weniger Verstärker platziert werden können. Was ich sehr komisch finde, weil in Peaks kannst du natürlich musst du alle Verstärker bauen, außer halt entsprechend Brutal, da musst du weniger platzieren. Also fast genauso wie in Twin Peaks. Spaß, Leute, ich bin ein bisschen verwirrt, tut mir leid. Nein, aber es ist eigentlich komplett schwachsinnig, dass Brutal weniger Verstärker hat. Ja, wir machen jetzt hier kurz fertig. Wir werden auch gleich die Verteidigung starten, haben aber leider das Problem, das kann ich auch so sagen. Wir haben den Spawn aus dieser Seite und von hier unten. Eigentlich spawnt dieser in der Ausdauer da unten. Was? Ich kann da durchschießen? Nee. Also sah gerade so aus. Naja. Wir haben hier ein kleines Problem, ja. Wir können hier entsprechend nicht so viel bauen. Das heißt, ich werde mich hierbei auf eine sehr kleine Fläche bewegen müssen. Ich muss meine Ressourcen. Ich weiß gar nicht, ob die Ressourcenfarm da oben funktioniert. Wir werden uns jetzt aber erstmal darum kümmern, das hier so weit zu bauen, dass das hier auch entsprechend funktioniert, dass wir das hier halbwegs, ich sag's mal so, AFK haben. Natürlich wird das nicht hundertprozentig AFK sein, da ich die gewisse Haltbarkeit der Fallen nicht besitze. Das sollte aber vermutlich kein Problem sein, wenn man entsprechend so baut, dass das auch funktioniert. Machen wir das so. Ich glaube, das wäre hier keine schlechte Idee. Also, kurz erläutert, wie ich das hier machen möchte. Und zwar das so, dass die Gegner also ja hier nicht mehr langlaufen. Hier wird ein Deckenehl kommen, dort auch. Und hier werden Deckenreifen sein. Das heißt, sie müssen den weitmöglichsten Weg bauen, gehen. Ich hätte natürlich jetzt hier eine Wand machen können, dass sie auch hier langlaufen. Aber ja, wir können das auch so entsprechend machen. Der Verstärker wird, glaube ich, meiner Meinung nach nicht angegriffen. Kann sein, dass das auch wieder angegriffen wird. Bin ich mir nicht sicher. So, jetzt können wir auch hier entsprechend noch was setzen. Soll hier natürlich ein bisschen interessanter werden von dem, was man bauen kann. Es ist hier auch nur eine kleine, aber feine Sache tatsächlich, die man jetzt hier hat. Jetzt nichts Großes, wenn ich das so erlauben darf zu sagen. Es ist machbar. Es ist machbar für jeden. Ich sehe aber sehr häufig, dass die Leute das entsprechend blocken und hoffen, dass sie dort, wie gesagt, entsprechend nicht hinlaufen. Und ich sag mal so, ein guter Spieler oder ein Spieler, der Ahnung hat, vielleicht auch keine Ahnung hat, der aber ein bisschen Grundkenntnisse haben sollte, wird vermutlich sowas ähnliches wie ich jetzt gebaut haben. Ist aber nur natürlich ein Seltenfall, wird halt kaum einer gemacht haben, weil die Leute davon, ja, die wollen das nicht haben. Die wollen das tatsächlich so nicht haben, weil die Leute, ja, wie soll man es am besten sagen, kleine Schisser sind. Oder sie wollen die Ressourcen nicht in diesem Sturmschild ausgeben, was ich komplett nicht verstehen kann. Also, ja, weiß ich jetzt auch nicht. So, ich habe leider keine Planken mehr. Das heißt, ich muss hier auch wieder ein bisschen umdisponieren. Aber es sollte ja kein Problem sein. Wir werden zwei Stück brauchen. Warnpfeile brauchen wir drei Stück. Ich hätte mich natürlich entsprechend auch dazu entscheiden können, hier hinten nochmal einen Warnpfeil zu machen. Aber ich bin mir sicher, dass die hier vollkommen ausreichen werden. Ich werde mich hier in meinem. Ich habe mich ja jetzt tatsächlich in mein Sturmschild hauptsächlich darum gekümmert. Also mit Feinden zu platzieren, die
Ja, ich sag mal so, ihr könnt das ja hier sehen, Wandpfeile. Ich benutze so gut wie kaum Breitseiten. Warum eigentlich? Warum benutzt du so gut wie kaum Breitseiten in deinem Sturmschild? Das ist auch nochmal relativ einfach zu erklären. Die bringen mir hier nichts. Das sind Fallen, die man hier nicht benötigt tatsächlich. Ich sehe das aber sehr, sehr häufig in Low-Level-Sturmschildern. Da wird ja auch komplett durchgekleppt. Also da wird halt so viel gebaut tatsächlich, dass das dann im Endeffekt ja nichts bringt. Ich habe jetzt hier natürlich entsprechend Fehler gemacht. Machen wir es so, dass sie hier besser blocken können. Man kann natürlich entsprechend auch so bauen. Das ist auch kein Problem. Hier würden sie auch nicht rankommen. Das heißt, sie müssen so oder so das kaputt machen. Wie man das jetzt im Endeffekt baut, ist relativ egal. Ich habe mich, wie gesagt, für das Design entschieden. Ich habe das jetzt, wie gesagt, also das hier war mal mein altes Design gewesen. Jetzt mache ich es immer so. Und ja, mal schauen. Warum auch diese Dings hier drin ist, diese Ecken, ist ganz einfach, denn der Bug existiert immer noch, dass wenn Gegner hier in der Ecke stehen, dass der Verstärker dennoch Schaden bekommt. Muss ich ja nicht weiter erläutern. Das wird der ein oder andere immer schon bemerkt haben. Also, ich habe doch, da ist doch gar keine Hülle durchgekommen. Wieso haben wir Schaden bekommen? Denn kleppen sie alles zu und realisieren immer noch nicht, dass das halt, wie gesagt, diese Ecke ist. Und deswegen, wie gesagt, entsprechend empfehle ich das auch zu tun, dass diese Ecken sozusagen, das sind die Schwachstellen tatsächlich. Man sieht das manchmal, dass sie sich wirklich in diese Ecken reinstellen. Das heißt, sie greifen die Wand hier nicht an, sondern dann entsprechend die Ecke. Und das entsprechend sollte man dann auch klären. So, da es in der Nacht immer noch leckt bei mir, warum auch immer, muss ich dich entfernen? Wäre eigentlich traurig, dich zu entfernen. Ja, man sieht hier auch übrigens, dass ich meinen Sturmschild so gut wie gar nicht abgebaut habe. Das kann ich auch nochmal erläutern, warum sollte man sein Sturmschild nicht abbauen? Das ist auch relativ einfach zu erläutern. Und ich glaube, für die meisten Leute, die meisten Menschen würden gar nicht erst darauf kommen, das Sturmschild nicht abzubauen, während man das Sturmschild baut. Hört sich jetzt natürlich ein bisschen komisch an, aber das möchte ich auch wieder erläutern, warum man das Sturmschild entsprechend nicht abbauen sollte. Wir müssen ja auch hier gleich ein bisschen kleiner noch bauen, und zwar hier. Das liegt erstens daran, dass man, ich muss dich abbauen, so leid es mir tut. Und zwar, während ihr eine Ausdauer startet, könnt ihr, und das ist nämlich das Lustige daran, könnt ihr euer komplettes Sturmschild abbauen, weil ihr habt eine Kopie von diesem Sturmschild. Ja, ihr habt richtig gehört. Das heißt, das Sturmschild, was ihr in der Ausdauer benutzt, ist eigentlich eine Kopie, die gewastet werden kann. Das heißt, wenn ihr sozusagen jetzt, ich sag mal, eine Wand platziert im Sturmschild an sich, diese dann in der Ausdauer oder in der Sturmschildverteidigung abbaut, erscheint diese Wand später wieder bei euch. Also wieder im Sturmschild an sich. Und das ist, wie gesagt, richtig, richtig nice tatsächlich. Das heißt, ihr spielt sozusagen in einer Ausdauer nur eine Kopie vom Sturmschild. Ist, wie gesagt, eine ganz nette Sache. Hatte man früher nicht gehabt, das kann ich auch so sagen. Wir hatten damals im Sturmschild, also in den Sturmschildern an sich, hatten wir keine Kopie gehabt, sondern ihr habt in einer Ausdauer oder auch in einer Verteidigung immer das Sturmschild gehabt, was ihr auch dann gespielt habt, was ja auch nochmal sehr, sehr interessant sein kann. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich jetzt hier ransetze. Ich habe leider keine Wandkatapulte. Ja, mal schauen. Ist jetzt, wie gesagt, auch nur eine Sicherheitsmaßnahme, weil ich möchte dann auch später nochmal Ausdauer starten. Ich sag, die ressourcentechnisch sieht's kacke aus. Also von den Ressourcen, um die Waffen entsprechend umzupirken. Die fallen an sich noch. Aber ja, wir sollten hier fertig sein. Wir werden natürlich jetzt auch entsprechend die Verteidigung starten. Und dort, wo es halt dann Probleme gibt, dort werden wir dann natürlich entsprechend auch hinskippen. In der Luftabwehr an sich werde ich jetzt auch kaum platzieren, weil ich entsprechend natürlich wenig Planken besitze. Ich müsste mal wieder eine Expedition starten.
oder dann entsprechend in meiner Verteidigung hier meine Bäume abbauen. Weil ich habe ja gesagt, ist ja eine Kopie dann. Das heißt, ich kann ja alles abbauen. Ich hoffe, der A-Verstärker wird hier nicht angegriffen. Das heißt, dann kann ich das hier alles abreißen. Wäre sehr, sehr nett. Was ich auch nochmal erklären kann. Denn mein Hauptaccount, ja, das möchte ich auch hier kurz erklären. Mein Hauptaccount hat diesen A-Verstärker, wird aber nicht aus dieser Richtung angegriffen. Und ich habe jetzt mein E genauso so platziert, wie das hier natürlich ist. Das heißt, da oben ist mein E-Verstärker und nicht dort, wo halt die ganzen Fallen sind. So, da werden wir mal schauen, wie das denn im Einzelnen aussehen wird. Wir gehen jetzt mal runter und schauen einfach mal, ob es angegriffen wird. Auch hier wieder kann ich kurz noch was anderes anmerken. Ich habe jetzt hier meinen A-Verstärker und der wird ja nicht mehr aus der unteren Richtung angegriffen. Das heißt, ich kann dementsprechend das hier abreißen. Mein A kann nur noch aus einer Richtung angegriffen werden. Und das ist natürlich auch wieder so ein schöner Pluspunkt, den man hier entsprechend hat. Das heißt, wir reißen das entsprechend ab und brauchen das eigentlich gar nicht mehr. Wir müssen hier auch gar nicht durchblocken. Genau das hier wollen wir jetzt nicht kaputt machen. Weil die Gegner entsprechend hier gar nicht mehr lang laufen können. Weil da unten ist ja nichts mehr. Wenn wir mal schauen, wie das denn im Einzelnen aussieht. Wir starten jetzt einfach mal die Kiste und schauen, was dort passiert. Natürlich werdet ihr Ausdauer bei mir auch noch sehen. Ich bin jetzt derzeit in Steinwert noch dabei, meine Ausdauer entsprechend zu bauen. Ach, hier habe ich irgendwas kaputt gemacht. Und ja, damit starten wir das Sturmschild. Und wir sehen uns natürlich entsprechend zum Ende oder dann, wenn was Wichtiges kommt. Alles klar, Schildleistung steigt. So, kurz nochmal. Es ist nicht mal die erste das erste Ding fertig, aber ihr könnt das mal hier kurz sehen. Ich habe hier eine kleine Quarzfarm in meinem Sturmschild drin. Und weil ich ja gesagt habe, es wird ja immer wieder neu erneuert, könnt ihr das auch immer wieder in einer Verteidigung abbauen. Daher empfehle ich den meisten Menschen, das hier nicht abzubauen, bevor ihr eine Verteidigung gestartet habt. Ich würde auch warten, bis die Verteidigung komplett am Start ist. Damit, ja, damit das nicht gelöscht wird, denn es kann sein, dass es gelöscht wird, also verschwindet, wenn ihr das entsprechend abbaut. Ihr könnt natürlich, und das ist natürlich ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann, sieht aber natürlich dann ein bisschen doof aus und verleitet vielleicht den einen oder anderen, das tatsächlich durchzuziehen, diese schon ein bisschen anzuhitten, damit ihr immer nur ein Hit braucht. Aber ich würde das auch nicht so empfehlen tatsächlich, dass sie nur einen Hit für diese Ressourcen braucht. Denn es sollte hier für jeden natürlich klar sein. Ihr bekommt natürlich auch nicht nur... Ja, ja, weil... Oh naja, ja, ich halt sag's mal. Bereite dich auf einen Angriff auf den Süden vor. Was sind Süden? Okay, ist machbar. Ihr bekommt natürlich die entsprechenden Ressourcen raus, die ihr hier sehen könnt. 36, 38 Holz, feinkörniges Mineralpulver. Ah ja, stimmt, wir sind ja so langsam in Brutal. Und dadurch, dass wir halt so hoch, also unser Ding hier so hoch leveln, unser Sturmschild bekommen wir natürlich aus den Steinen natürlich feinkörniges Mineralpulver raus. Also das ist natürlich dann auch natürlich nochmal eine etwas andere Sache tatsächlich. Hier gibt es nichts, das heißt, wir können entsprechend jetzt hochgehen und es ist natürlich zum Ende wieder da. Außer Epic Games hat irgendwas wieder geändert, aber es sollte ja kein Problem sein. Ja, das wollte ich nochmal erwähnen, das heißt, ihr könnt jetzt während des Sturmschildes natürlich alles abbauen, was ihr abbauen wollt, alles durchsuchen, was ihr wollt und werdet dementsprechend natürlich auch Ressourcen bekommen, auch wenn ich das ein bisschen kacke finde, dass ihr aus einigen Sachen, die ihr durchsucht, einige Pflanzen, keine Pflanzen bekommt, also keine Pflanzenfasern, sondern nichts, das ist ein bisschen doof in Sturmschildern. Aber ansonsten muss ich sagen, es lohnt sich extrem, nichts abzubauen und entsprechend auch so zu bauen, dass man die Ressourcen rausbekommt. Ja, okay, 6 Minuten sind schon ordentlich hier für die Verteidigung jetzt. Da muss man mal schauen, wie das dann am besten geht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das geht, aber hey, 500 Hullen schon mal gekillt. Ich habe ja jetzt auch demnächst vor, Plänkerten komplett zu einer Ausdauerbase umzubauen. Das heißt, ihr werdet jetzt in den nächsten Tagen das bekommen. Auch wenn das neue Update drin ist. Ja, es sind die neuen Helden natürlich auch schon da. Es ist ja Halloween derzeit. Danke dafür, leckt ein bisschen. Wie gesagt, keine Ahnung warum. Minecraft wurde gerade geupdatet, aber daran kann es ja nicht liegen. Ja, das nochmal dazu.
ja, dann gehe ich wieder raus. Ich farm hier einfach oder ja, ich lasse das im Schnelldurchlauf durchlaufen. Weiß ich noch nicht. Ja, muss ich noch schauen. Beim Schnelldurchlauf, da muss man ja, da stellt man ja den Ton auf. So muss man ja ein anderes, andere Musik oder so runterlegen. Und ja, ich habe keine Musik, sagen wir es mal so. Aber wir können uns das mal anschauen, wie das hier im Einzelnen aussieht. Das ist nicht, hier habe ich offen gelassen, genau. Hier könnt ihr das wunderschön sehen. Ich habe mich hier auch, kann ich auch hier am besten erläutern. Ich habe mich für eine Ebene entschieden. Und zwar für die Deckenreifen und Deckenebene. Und die wird auch weiterhin so bleiben, weil das Schöne an den Deckenreifen ist. Die haben jetzt nur 24 Haltbarkeit. Aber ich möchte es kurz erläutern, auch nochmal kurz. Die Deckenreifen haben eine Nachladezeit von 6 Sekunden, von 12 Sekunden. Und die Decken-Es haben standardmäßig eine Nachladezeit von 6 Sekunden. Und oh, die Sache ist halt, so schnell spawnen die Gegner nicht nach. Und die Decken-Es nehmen sich auch entsprechend die Kills weg. Manchmal lösen zwei Fallen aus. Aber nur die eine Hülle ist halt gestorben. Das sehe ich manchmal. Kann das wie gesagt jetzt nicht nochmal zeigen, weil ist halt nicht vorhanden, ist auch jetzt ein bisschen scheiße. Aber manchmal hat man so das Gefühl, dass zwei Fallen auslösen für einen Gegner. Ist natürlich bei den Deckenreifen genauso, aber es kommen halt noch mehr Leute nach. Das kann man auch da sehen, die Reifen lösen aus, obwohl schon ein Gegner tot ist. Oder halt noch nicht tot ist oder halt dorthin geschoben wird. Muss man halt mit leben, aber es funktioniert alles so wie es geht, so wie es sein soll. Und darüber bin ich zufrieden. Ich werde schauen, wie oft ich hier die Ausdauer spielen muss, weil ich hoffe, hier spawnt nichts mehr, dass ich, wie gesagt, dementsprechend den westlichen Spawn abbauen kann. Das, ich muss aber schauen, dass es für die Ausdauer ist. Also während einer Ausdauer hier kann ich das dann entsprechend machen. Also wenn ich in der Ausdauer sehe, dass dieser nicht angegriffen wird, baue ich das natürlich. Ey, ich hasse es. Ich hasse es an. Es ist der schwarze Controller, okay, deswegen laufe ich automatisch nach vorne. Ja, kurze Information für die Leute, die das nicht wissen. Ich habe zwei Controller. Ich habe einmal einen schwarzen und einen roten. Und ich habe da das Problem, dass der schwarze einen Stick-Stiff drin hat, wie man es ja nennt. Und der rote auch. Die Sache ist bloß, der schwarze, bei dem laufe ich automatisch nach vorne. Und beim roten sehe ich in anderen Games, dass ich rückwärts laufe. Hier in Fortnite sehe ich das nicht, dass ich entsprechend eine gewisse Strecke laufe. So, da mache ich zu, weil ich weiß nicht. Eigentlich wollten wir uns das ja anschauen, aber ich laufe wieder weg und farm wieder. Ist wieder ganz, ganz cool von mir. Perfekt. So, looten wir die nicht vorhandenen Sachen hier. Ich glaube generell war das auch nicht vorgegeben, dass das hier irgendwie was ist. Naja. Ja, ihr könnt schon mal sehen, die Gegner kommen nicht so weit. Also die sind immer noch im Spawn festgesetzt. Wir können uns natürlich entsprechend auch gleich die einzelnen Fallen anschauen. Ich muss übrigens hier noch die Kampagne spielen von. Natürlich von Brutal ist natürlich ganz klar. Muss man nicht tatsächlich, was wir herausgefunden haben. Sondern ich spiele derzeit dann die Kampagne von, wie heißt denn das, von Hexivanien durch. Von, also Unterfangen spiele ich denn gerade derzeit tatsächlich, weil ich die das Sturmgewehr haben möchte. Ich habe eigentlich schon gesagt, also ich habe es nicht gesagt, ich muss das eigentlich noch in die Beschreibung packen, wo ich ja über die Waffen spreche. Die Raygun bekommen wir ja auch in den Shop am 14. November. Und am 7., also am Montag, das heißt, heute ist Sonntag, wenn es 0 Uhr war. Das heißt, morgen bekommen wir die Plasma-Entlader rein. Ich war eigentlich kurz davor, das kann ich auch ein bisschen labern tatsächlich. Ich war davor gewesen, ein Video zu der Waffe zu machen und zu sagen, die Waffe ist zu stark. Ja, Nebelmonster. Komm, du schaffst es schon. Ah, jetzt hat es geschafft. Jetzt ist es auch tot. Weil ich fand die Waffe tatsächlich sehr, sehr stark. Wir sollten vielleicht Dialoge vielleicht deaktivieren. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald.
Ja, wieso ich die übrigens. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Norden vor. Wieso ich Dialoge überhaupt anhab, kurz als Information. Auch nochmal kurz. Ich habe ja gesagt, ich spiele derzeit die Kampagne durch und ich habe sie in meinem Hauptaccount nicht hören können, weil ich mit anderen Leuten noch entsprechend gespielt habe. Ja, die Waffe entlade, die Plasmaentlader fand ich relativ stark, muss aber jetzt im Nachhinein zugeben, sie ist gut gemacht, denn. Und das wird auch vielleicht der eine oder andere nicht verstehen. Die Plasmaentlader kann einen 140er Smasher one-hitten. Würde ich eher nicht als One-Hit betiteln, tatsächlich, da man, glaube ich, 5 Sekunden bleibt so eine Kugel vorhanden. Es ist wie beim Vierfachwerfer, da bleibt halt auch 5 Sekunden lang eine oder halt 4 Sekunden lang eine Pfütze so da vorhanden. Daher würde ich das nicht so betiteln. Aber in der gleichen Zeit kann man, glaube ich, einen Smasher 160 mit einem MSK-Werfer killen. In 5 Sekunden oder entsprechend halt mit den mit bestimmten Waffen entsprechend natürlich. Oh, hier hätte ich häufiger rangehen müssen. Naja, ist egal. Ja, ich sehe auch gerade, dass ich mit Holz voll bin. Aber das auch nochmal so am Rande. Also ich wollte erst ein Video dazu machen, dann habe ich die halt paar Mal noch gespielt und auch in den Gedanken dann irgendwann so, nee, die Waffe ist eigentlich in Ordnung tatsächlich. Auch so mit den mit dem, was halt Epic Games dort gepirkt hat. Und ja, ich habe das Video entsprechend noch gar nicht gemacht. Also ich habe schon ein paar Mal versucht, das aufzunehmen. Aber ich habe tatsächlich keine Kritik mehr gefunden. Und ja, das wie gesagt dazu, das will ich auch hier nur kurz erwähnen tatsächlich. Ja, stimmt. Hier können wir es auch nochmal ganz gut sehen. Ich habe auch hier entsprechend einen Spawn-Trap reingemacht. Unten spawnen normalerweise auch Gegner. Aber dort ist noch kein Spawn. Das verschiebt sich alles mit Plankerten dann, also mit der Ausdauer am besten. Daher, wie gesagt. Oh, ich sehe gerade, jede verdammte Welle dauert fast schon 6 Minuten. Okay, das ist interessant, aber das ist kein Problem tatsächlich. Das kann man ja hier entsprechend sehen. Hier waren 2 Reihen Decken Reifen gewesen. Wir können es hier sehen, 24 Haltbarkeit. Und ich besitze halt entsprechend gerade noch keine, doch jetzt eigentlich, oder? 42 Haltbarkeit tatsächlich. Könnte ich ersetzen tatsächlich. Dann würden sie natürlich in der Welle hier länger vorhanden bleiben. Dennoch muss ich sagen, für 6 Minuten sind sie nicht so weit gekommen. Das heißt, ich werde so oder so im Nachhinein, hier können wir es auch sehen, 56 Haltbarkeit haben jetzt meine Decken-Es. Das heißt, ich werde die Fallen natürlich entsprechend hinsetzen. Ja. Zu den neuen Waffen möchte ich auch generell nochmal was sagen. Tatsächlich kann ich jetzt natürlich auch machen. Ja, ob ich hier inzwischen noch einen Talk reinmache, also dass ich sage, also schreibe, dass ich hier einen Talk mit reinmache, wäre natürlich ganz nice. Weil die Verteidigung generell jetzt immer sehr lange dauern und da kann man ein bisschen talken tatsächlich. Vielleicht hole ich mir noch einen Kollegen dazu, mit dem wir vielleicht ein bisschen uns unterhalten natürlich. Wäre natürlich der Danny natürlich sehr interessant, den mit reinzunehmen. Aber mal schauen. Oder den Levis oder den Grünkohl, je nachdem. Der muss, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich die Ausdauer an sich immer solo spiele. Das werde ich auch tun. Da werde ich mir wahrscheinlich nur den Danny holen in die PlayStation Party. Und mit denen dann entsprechend darüber quatschen. Ja, muss ich mal schauen. Reden wir jetzt aber erstmal über die neuen Waffen an sich und wie ich das finde. Und natürlich kommt immer die Frage, und das hört man ja sehr häufig in den Runden natürlich, also in den bei den Endgame-Spielern, ich möchte keine neue Waffe haben, ich möchte eine neue Welt haben. Dementsprechend möchte ich jetzt kurz nochmal ein bisschen über die Waffen sprechen und auch generell über die Updates an sich. Es wird noch ein Video natürlich entsprechend dazu kommen, aber auch hier möchte ich das nochmal kurz ansprechen für die, die das überhaupt anschauen. Die Updates, die wir jetzt entsprechend bekommen haben mit Agent des Chaos, war ja das erste neue Zeug, was wir bekommen haben, nach den Art Dekor-Waffen. Ja, also diesen hier, Hausräume, die gehören ja entsprechend dazu. Und ich fand das schon sehr interessant. Der Agent des Chaos hat ja die Fähigkeit, wenn ihr schießt
und dann eine Fähigkeit einsetzt, dass dann halt das Magazin automatisch nachgeladen wird. Ist eine ganz nette Sache, das ist nicht gamebreakend oder sonstiges, auch wenn ich schon Gerüchte gehabt habe, dass die Nocturno, ja, dass dort was Interessantes passiert ist tatsächlich. Dass dort man den Damage Output der Nocturno erhöhen konnte, indem man diese Fähigkeit eingesetzt hat. Kann ich nicht bezeugen, kann ich auch nicht beweisen, ob das wirklich so ist. Ich habe es auch nie benutzt. Aber ansonsten war die Idee von dem Agent des Chaos schon nice gewesen. Natürlich hätte man entsprechend auch ein Phantasma gehabt. Habe ich nicht genutzt. Es ging mir nur um die Fähigkeit, dass ich nachladen kann, wenn ich eine Fähigkeit entsprechend einsetze und mein Magazin gefüllt ist. Klappt übrigens mit jeder Waffe, die ein Magazin besitzt. Und daher relativ nice. Reden wir jetzt einfach mal über die nächsten Helden. Hierbei muss ich jetzt die Wildtier-Helden natürlich reinnehmen. Hierbei nehme ich auch Phoenix mit rein. Auch wenn Phoenix später erst dazu kam, möchte ich dennoch über Gia und Phoenix reden. Und natürlich auch über die Story an sich. Und auch hier wieder. Am Anfang war das natürlich erklärt gewesen, warum. Also, die wollten halt eine Geschichte dazu machen. Die wollten jetzt nicht plump tatsächlich die Wildtiere reinbringen. Die haben uns eine Story gegeben. Eine Geschichte dazu. Und das fand ich schon sehr nett. Und das war auch sehr süß gewesen, dass man erklärt hat, ja, Gia spricht für die Tiere. Und die Tiere möchten am liebsten die Menschen vernichten. Dies, das, Ananas. Also das hat ja die Raptor-Königin gesagt. Und man hat natürlich uns als Spieler näher dazu gebracht, auch Leute, die vielleicht nicht die Intelligenz besitzen, zu merken, wenn ich ein Stück Fleisch habe, dass ich damit ein Wolf zähmen kann oder ein Raptor. Ist natürlich sehr nett gewesen tatsächlich. Also da hat man auch an jüngere Spielerschaft gedacht tatsächlich. Und war dementsprechend natürlich auch in Ordnung gewesen. Und damit habe ich auch entsprechend kein Problem. Hier aber jetzt das Problem tatsächlich, was wir am Anfang hatten. Gia war das Problem gewesen. Die hatte ja entsprechend ja nur die Fähigkeit, dass wir das Wildtier halt heilen können. Was? Die bleiben in. Das bleibt vorhanden? Wusste ich gar nicht. Dachte immer, dass sie spawnt. Naja. Gia sozusagen dass du dich heilen kannst durch Wildtiere und die Wildtiere dich heilen. Oder die Wildtiere heilen dich und du kannst die Wildtiere heilen. Ich bin fertig. Perfekt. Ging ja schnell. Aber ich erzähle trotzdem weiter, dass Gia sozusagen die Fähigkeit hatte, uns zu heilen. Also mit den Wildtieren und die Wildtiere uns. Und wir die Wildtiere so. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe es jetzt ein bisschen verwirrt erzählt. Und ja, das wie gesagt dazu. Fand ich wie gesagt sehr, sehr, sehr scheiße tatsächlich. Ich habe den Gear-Held nicht gefeiert. Und jetzt muss ich sagen, jetzt gibt es ja die Kombination mit Phoenix, dass man entsprechend dort arbeiten kann tatsächlich. Dass man Phoenix als Main oder als Gear als Main dabei hat und wenn man halt Höhlen killt, dass man mit Phoenix, weil er natürlich diesen Damage hat, dass man die jetzt entsprechend heilen kann. Und man muss nicht mehr Adrenalinstoß, irgendwie Fleisch benutzen oder mit Lagerfeuern die Wildtiere hochheilen, sondern das kann man jetzt entsprechend auch so machen. Habe ich aber schon am Anfang, glaube ich, von Gia gesagt, dass man Wildtiere entsprechend damit heilen kann. Ob man natürlich entsprechend die Ressourcen und auch die Fähigkeit des Gadget ausgeben möchte, um das Wildtier zu heilen, ist natürlich fraglich. Die einzigsten Wildtiere, die damals Sinn gemacht haben, waren halt das Wildschwein gewesen, weil damit konntest du farmen gehen. Natürlich hättest du mit dem Wolf oder auch mit dem Raptor natürlich die Fähigkeit gehabt oder die Möglichkeit gehabt, auch kurz AFK zu stehen, die dich entsprechend verteidigt hat. Aber das nur so am Rande. Reden wir einfach weiter, weil warum nicht? Wir kommen jetzt natürlich zu den neuen Sachen natürlich rein. Und da will ich auch nochmal kurz ein bisschen erläutern. Wir werden uns jetzt kurz anschauen, ob das alles noch vorhanden ist. Und zwar, wir haben jetzt diesen neuen Held bekommen tatsächlich. Wayne,
Storm, glaube ich, heißt er. Tut mir leid, Leute. Egal. Wir haben ja Brainstorm bekommen. Und ja, die Fähigkeit, wenn ihr einen Köder setzt und dieser kaputt geht, werden die Gegner 3 Sekunden lang eingefroren. Und auch die neue Waffe, die Plasma-Entlader, hat ja die Fähigkeit. Und ich glaube, das ist eine einzigartige Fähigkeit, wie bei den Bögen das so ist. Das heißt, diese Fähigkeit kann auch nicht auf anderen Waffen vielleicht gehen. Ich weiß es nicht genau. Und zwar dieses mit diesen Stapeln, dass du 10 Stapel hast. 10 Verlangsamungsstapel. Das heißt, die Gegner werden 10-mal werden 9-mal verlangsamt. Und beim 10. Mal werden diese eingefroren, wenn dieser Stapel halt voll ist. Und jetzt kann man sagen, ja, das Einfrieren hört sich doch gut an. Ist es auch. Viele würden aber vielleicht etwas anderes haben wollen. Aber ich finde die Plasma-Entlader da schon relativ nice tatsächlich. Ich muss tatsächlich sagen, im ersten Moment habe ich nicht damit gerechnet. Hier könnt ihr übrigens sehen, die Bäume sind wieder da. Auch wenn wir nach hinten gehen, ist die Klappe noch vorhanden. Ich werde hier sowieso gleich die nächste Verteidigung durchstarten. Das aber dann am Rande, dass der Plasma-Entlader eine Waffe tatsächlich ist, die die Gegner einfriert. Ja, man kann den, glaube ich, auch mit Leitschaden setzen. Hier könnt ihr sehen, die Klappe ist wieder vorhanden. Ist also alles wieder da. Auch hier könnte man wieder durchsuchen. Mache ich jetzt aber nicht. Wir haben übrigens auch die Möglichkeit, das möchte ich auch kurz hier zeigen. Und zwar, das müsste hier gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht, genau, man kann hier nämlich entsprechend das Lagerfeuer, die Tasche dort durchsuchen. Es gibt noch einen anderen Spot. Der ändert sich übrigens das ändert sich immer, was dort rumsteht. Das zeige ich euch entsprechend auch nochmal. Aber generell, dieses Einfrieren ist schon nice tatsächlich. Da einige Waffen, einige Nahkampfwaffen, ich habe jetzt wie gesagt entsprechend keine Nahkampfwaffe da, die Fähigkeit besitzt. Da müssen wir mal kurz schauen. Ich werde euch das nochmal auf meinem Hauptaccount entsprechend zeigen. Oder besser gesagt hier, die könnt das bei der Donnerkeile sehen kurz. 40% Schaden gegen Betäubte, in Stauchung geratene, eingefrorene und zu Boden geworfene Ziele. Und das ist relativ nice. Das heißt, wenn ihr die Waffe einsetzt, der Gegner wird eingefroren. Und dann könnt ihr dementsprechend mit dieser Waffe draufschießen und nochmal ein bisschen mehr Damage machen. Ist also eine ganz andere Sache. Ist eine kleine Supportwaffe. Und hier ist der kleine andere Spot. Das Ding hier ist übrigens immer woanders. Das ist eine Waffenkiste. Dort kriegt ihr auch immer Loot raus. Lasst das stehen. Weil immer, wenn ihr eine Ausdauer startet, es liegt ja auch mal was anderes rum. Und daher empfehle ich euch, das zu machen. Auch hier den Wohnwagen. Lasst ihn stehen. Das gilt auch für die Blumen hier. Denn ihr könnt die immer wieder durchsuchen und immer neuen Loot bekommen. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute das abbauen. Ist hierbei eine kleine Empfehlung. Ich werde generell nochmal dazu ein Video machen. Und ja, ich werde gleich noch natürlich nochmal weiterreden über die neuen Sachen. Aber ja, das heißt, ich gehe davon aus, dass sich Epic Games gedacht hat, so, jo, wir haben alte Waffen vorhanden, die wir jetzt haben. Aber wir wollen die natürlich immer noch im Game haben, weil, stellt euch mal vor, Epic Games bringt jetzt eine neue Waffe raus, die einfach extrem stark ist. Es wird keine andere Waffe mehr gespielt, man spielt keinen Hacksbau mehr, man spielt keine Belagerungsbrecher mehr, man spielt gar nichts mehr, weil die alten Waffen einfach nur Schrott sind. Und jetzt stellt euch mal vor, die alten Waffen besitzen diese 60% Schaden gegen eingefrorene Ziele. Der Gegner wird eingefroren, dann könnt ihr also entsprechend Setups darauf aufbauen, dass diese alten Waffen wieder interessant werden. Und ja, Leute, ich habe bereits ein Setup dafür fertig gemacht, tatsächlich. Aber das kam noch, bevor diese Waffen reinkamen. Es ist ein Hybrid-Setup, das hatte ich, glaube ich, damals schon mal vorgestellt. Wenn ich es finde, verlinke ich das mal. Ist aber relativ scheiße. Ich hatte eigentlich komplett was anderes vorgehabt. Aber naja, ich hoffe, euch hat mal diese Verteidigung gefallen. Ein bisschen quatschen. Ich werde natürlich jetzt gleich nochmal eine Verteidigung starten und wieder ein bisschen quatschen, was mir vielleicht wieder interessieren sollte. Ich werde aber auch hier wieder kurz mit den neuen Waffen reden. Generell auch mal über Setups, dies, das, andere nach Helden vorstellen. Wie könnten Helden aussehen? Oder generell irgendwas anderes, weil ich glaube, so eine Ausdauer ist dafür gar nicht, also so eine Verteidigung an sich ist schon ganz nett gemacht. Und ja, wir sehen uns entsprechend im nächsten Video. Ich werde schauen, dass ich jetzt am Montag
Video zu der Plasma-Entlader mache. Ich habe entsprechend nicht so viele Ressourcen da, weder auf meinen Hauptaccount noch auf meinen Low-Level-Account. Dennoch werde ich mir auf diesen Low-Level-Account mit bisschen Gold die holen, wenn ich natürlich noch ein bisschen die Kampagne gespielt habe. Und ja, ihr werdet jetzt übrigens im nächsten Video, was ich jetzt gleich machen werde, erfahren, welche Waffe ich geil finde und welche ich durch das neue Update scheiße finde. Und ja, das werdet ihr später erfahren. Wie gesagt, bis dahin, Leute, und ciao.